Frau Bliss, im Alter von 25 Jahren erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ja, ich lebte damals in Berlin und war gerade in eine Wohnung gezogen, die war in einem alten Haus im Dachgeschoss und in der Wohnung war der Strom nicht wirklich abgesichert. Und ich baute halt, wie man das so macht, nach dem Umzug da noch um und kam auf die Idee, an einer Lampe zu schrauben, an einer sehr alten Stehlampe. Ja, und habe da einen Versuch, diesen Fuß neu zu arrangieren. Und plötzlich, ich hatte diese Lampe halt in der rechten Hand, gab es einen Kontakt und ich hing quasi direkt am Strom. Und dann war es eigentlich so ganz klassisch, wie wir das in der Schule ja gelernt haben, dass einfach keine Chance ist, da wegzukommen. Ja, also ich habe mit dieser rechten Hand die Lampe festgehalten und spürte, wie der Strom durch mich durchrann und wie mein Herz, das war eigentlich die schlimmste Erfahrung, im Takt von diesem Strom pulsierte. Also das kann man jetzt ganz schwer beschreiben, aber das war wie so ein rasendes Gefühl, was durch mich durchging. Und ich hatte zwar keine Schmerzen, aber mein Verstand hat mir schon gesagt, du musst jetzt hier weg, du musst davon loskommen. Und das habe ich auch versucht und habe es aber nicht geschafft. Also ich habe auch versucht aufzustehen und wollte schreien und meine Hand wieder entkrampfen und die Lampe loslassen und es gelang mir nicht. Also die ganzen Muskeln waren von diesem Strom gesteuert. Und dann bin ich irgendwie doch aufgestanden, also so unwillentlich. Plötzlich stand ich mit dieser Lampe und dann setzte sowas ein wie eine völlig andere Realität. Also mir war ganz klar bewusst, ich sterbe jetzt. Das sind meine letzten Minuten. Und ich sah mich durch eine gleißende Helligkeit, durch einen, ja, es hat eigentlich ausgesehen wie so ein riesiger Tunnel. Da sah ich mich durchfliegen. Und es war keine schlimme Erfahrung, obwohl ich wusste, dass ich jetzt sterbe. War es eigentlich total schön, weil es war hell und es waren auch wunderschöne Farben in diesem Tunnel, also so wie Neonfarben, Pastelltöne, ganz schwer zu beschreiben. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, wie so eine Darmwand von innen vielleicht aussieht, ja, lauter so eine wabernden Zellen aus Licht und ich flog da durch und das Kuriose war, dass ich im Durchfliegen nochmal in einem Tempo, was auch nicht von dieser Welt ist, sage ich mal, weil es also eher mit einem Traum vergleichbar, so wie wir Sachen im Traum erleben, ja, in ganz kurzer Zeit nochmal intensiv Stationen meines Lebens erlebt habe. Und zwar gar nicht, dass ich die nur gesehen habe, jetzt rein mit meinen inneren Augen, sondern es war eher dieses Gefühl, nochmal in dieser Situation wirklich drinnen zu sein und sie zu erleben. Und die Gefühle waren auch so intensiv, dass alles, was schön war, halt ich als so überirdisch schön empfunden habe, dass ich, ja, ich müsste jetzt weinen, wenn ich das so nochmal fühlen würde, ja. So schön war die Erfahrung. Und die Sachen, die nicht so gut waren, die habe ich mit einem so entsetzlichen Bedauern erlebt. Also da war eine nicht wieder gut zu machende Reue für das, was vorbei war, verpasst war und wo ich sozusagen nicht mein Bestes gegeben hatte in den Erfahrungen, ja. Es war beides zugleich, ganz schnell. Und es war auch irgendwie chronologisch geordnet. Also ich flog immer weiter zurück in meine Vergangenheit. Ja. Ich wurde immer jünger sozusagen in diesem Durchfliegen. Und habe Abschied genommen. Habe eigentlich mit jeder Sekunde, die da ablief, Abschied genommen von diesem Leben. Und trotzdem war es halt
wahnsinnig schön. Also es war kein Stück so ein Gefühl von Angst, was da jetzt kommen mag, oder von Bedauern, dass das Leben an sich zu Ende ist. Es war eher auch so ein großes, also das, ich sah am Ende dieses Tunnels, wurde es eigentlich immer heller. Und es war wie ein, du bist da hinten willkommen. Ja, also ein immer mehr Zugehen auf so eine Wärme und eine, ich finde das ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich hier auf der Erde als angenehm erlebe, weil da hat es ja oft mit körperlicher Geborgenheit auch zu tun. Und da war es so eine Geborgenheit, die in die Grenzenlosigkeit ging, ja. So ein wunderschöner, offener Raum, in dem ich willkommen war. Und da flog ich drauf zu. Haben Sie Gestalten gesehen oder Personen gesehen bei dieser Erfahrung? Ja, also die Menschen, die jetzt Teil der Erfahrung waren, die ich nochmal durchlebt habe, ja, die habe ich gesehen, aber ich habe die anders gesehen, als wie ich die auf der Erde sehe, oder auch anders, als wie ich sie im Traum sehe. Es war eher so ein Lichtgefühl, so ein leuchtendes Gefühl, so eine Kommunikation von innen heraus mit diesen Menschen. Das lässt sich ganz schwer beschreiben. Also so ein, ich könnte das, wenn ich jetzt die Augen schließe, könnte ich dieses Gefühl wieder in mir hervorrufen, wie das ist, dieses von innen heraus einen Menschen fühlen in der Kommunikation. Es war unheimlich intensiv und schön. Sind Sie dann wieder weiter in das Licht gegangen, oder? Die Erfahrung endete so, ich wollte jetzt leider sagen, weil es ist auch immer noch so ein Gefühl, wenn ich das erzähle, dass es irgendwie auch schade ist, dass diese Erfahrung geendet hat. Es hört sich jetzt vielleicht absurd an, aber es ist so. Obwohl ich das Leben liebe, war diese Erfahrung so schön. Und ich dachte ja, ich sterbe jetzt, war mir ganz sicher, und ganz abrupt wurde es dunkel und es hörte auf. Also es war wie ein Filmriss, ja, der plötzlich war es zu Ende. Und was passiert ist, war, dass in dieser Lampe, das habe ich dann später gesehen, ist dieses Kabel, also das war halt so ein altes Stoffkabel mit Stoff ummantelt, mit Faden ummantelt, und das ist durchgebrannt und halt aus der Lampe rausgefallen. Und dann hat es halt abrupt aufgehört, also, und ich weiß, dass es danach ganz fürchterlich war, weil ich saß in dieser dunklen Wohnung. Es war nachts und ich hatte eigentlich nur Bedauern darüber, dass diese Reise ins Licht plötzlich zu Ende war. Also ich saß da auf der Erde und das ganze Zimmer roch nach, also so als hätte ich mir die Haare abgebrannt, so nach verbranntem Eiweiß, weil die ganze Hand, die rechte Hand ist halt komplett verbrannt, die Haut. Und ich hatte aber noch keine Schmerzen und es war nur so ein Gefühl von, oh nein, ich bin ja noch hier. Also so, ja, wie kann ich das beschreiben? Ich habe mich ganz doll auf ein Ziel gefreut und drauf eingestellt und ich hatte das halt angenommen, dass ich jetzt in eine andere Wirklichkeit gehe. Und auf einmal war es nicht so, ja. Was haben Sie für Verletzungen dabei davon getragen? Ja, es war halt die rechte Hand, das war schon ziemlich heftig, weil die Haut mit allen Schichten wirklich richtig verbrannt ist. Und ich habe dann eigentlich ein halbes Jahr, ach länger noch, im Krankenhaus gelegen und es musste oft operiert werden, damit ich die Hand halt wieder bewegen kann. Also hier sind auch einige Sehnen, mussten rausgenommen werden richtig, deswegen kann ich die Finger nicht mehr richtig krümmen. Also es war schon eine schwierige OP, weil es ist ja die rechte Hand immerhin. Und das
Das Schräge war aber, dass ich dieses Symbol, ja, also ich bin ja ein sehr sensitiver Mensch sowieso und verstehe schon auch Zeichen aus anderen Räumen und höre auch darauf. Und mir war sofort bewusst, dass in dem Moment, wenn mit meiner rechten Hand jetzt sowas passiert, das ein Zeichen ist. Also ich habe ja damals, ich hatte gerade mein Diplom für freie Kunst gemacht und war als freie Künstlerin tätig und habe wirklich just in dieser Zeit, als ich da in Berlin in diese Wohnung gezogen bin, großformatige Zeichnungen von meinen Händen damals gemacht, von meinen Händen und Armen. Und also können Sie sich vorstellen, dass in dieser Situation, wo jetzt dieser Unfall passiert ist mit meiner rechten Hand und das alles nicht mehr möglich war, also das war für mich ein grandioses Zeichen von oben, sage ich jetzt mal, aus anderen Räumen, was gesagt hat, stopp, Schluss mit dem Machen, es geht jetzt nicht mehr, jetzt zurzeit nicht ums Machen in der äußeren Welt, sondern es geht jetzt in diesem Moment um eine Reise nach innen. Frau Bliss, was haben Sie aus dieser Nahtoderfahrung für sich mit in das Leben genommen? Das ganz tiefe Wissen, einmal, dass unser Leben endlich ist, dass ich auf jeden Fall irgendwann nochmal durch diesen Tunnel gehen werde, fliegen werde und es dann final ist. Zugleich, dass es nicht schlimm ist, dass es nichts ist, wovor wir Angst haben müssen. Und das Allerwichtigste, dass die Lebenszeit unwiederbringlich ist. Also dass jede Erfahrung, die wir hier machen auf diesem Planeten, wo wir uns einbringen in eine Begegnung mit einem anderen Menschen, in eine Kommunikation, die findet in diesem Moment statt und die ist in uns abgespeichert. Und wenn wir nicht unser Bestes geben, ich meine, unser Bestes meine ich damit unsere Authentizität, wenn wir uns nicht wirklich schenken, wie wir sind, ohne Vorbehalte und nicht alles kommunizieren, was wir in diesem Moment gefühlt haben, dann wird es etwas sein, was uns in dem Moment, wenn wir die Erde verlassen, unglaublich leid tun wird. Frau Bliss, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.